Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute, Moment mal, es ist ja ein Vlog heute. Was? What? Nämlich werde ich heute mit euch meinen kleinen Kater abholen. Der ist jetzt 12 Wochen alt, den Tabby. Vielleicht kennt der ein oder andere ihn schon von Instagram. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, folgt gerne. Ansonsten bin ich ja gerade in meinem Bachelor-Stress, deswegen gerade auch keine Streams auch nochmal hier. Nächste Woche ist Abgabe, das heißt, ab dann geht es wieder richtig los. Wenn ihr mir also auch noch nicht auf Twitch folgt, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Auf jeden Fall werden wir heute zusammen meinen Kater abholen. Der ist gerade noch ein bisschen weiter als 55 Kilometer von mir entfernt, Richtung Mainz. Ich denke, das wird aber ganz gut klappen. Es war ein bisschen Stau, aber sollte kein Problem sein. Ist ein Sea Silver Shaded Point. Das habe ich auswendig gelernt, ich bin ganz ehrlich. Und nochmal ganz kurz. Vloggen ist für mich komplett neu. Nimmt es mir nicht böse, wenn ich jetzt hier nicht die ganze Zeit, wenn ich die ganze Zeit auch in meinen Haaren rummache. Ich habe hier einen Spiegel genau neben mir. Ganz, ganz schlimm auf jeden Fall. Ja, ich hätte aber auf jeden Fall Bock auf mehr Real-Life-Stuff hier auf dem Kanal. Ich habe ja auch Dienstag und Freitag zurzeit die freien Tage. Vielleicht könnte man die dafür nehmen. Also, wenn ihr Bock habt darauf, auf mehr Real-Life-Stuff, schreibt mir gerne ein paar Sachen in die Kommentare, was wir machen sollen. Und ich bin extremst aufgeregt. Ich bin ganz ehrlich. Ich schwitze, mir ist warm. Ich habe... Ja, auf jeden Fall, wir kriegen das hin, oder? Wir kriegen das hin. Das heißt, heute wird Tabby abgeholt und ich würde sagen, let's go. Okay, wir sind jetzt da und also mit reinfilmen ist mir noch zu unangenehm. Ich will da auch gar nicht fragen. Das heißt, wenn er wieder da ist, dann können wir hier nochmal kurz gucken. Aber aufmachen die Box, die müssen wir eh noch rausholen. Die ist riesig, mal schauen. Die zeige ich euch nochmal, auch vielleicht in der Box, aber nee, wir holen die lieber nicht raus. Deswegen bis gleich. Okay, wir haben jetzt nochmal ganz kurz angehalten, damit ihr ihn nochmal ganz kurz kennenlernen könnt. Erstmal, das ist der Tabby. Es ist jetzt hier erstmal das Auto, einfach nicht beachten. Der hat noch so ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, der hat hier auf jeden Fall noch so ein Baldrian-Ding dabei. Ich weiß nicht, ihr seht ihr wahrscheinlich. Das stinkt nach alten Füßen. Aber damit müssen wir klarkommen. Auf jeden Fall geht es jetzt wieder zurück dann nach Frankfurt. Und dann hoffe ich mal, ich bin so gespannt. Wir sollen ihn als erstes auf die Katzentoilette machen. Jetzt kommt ein Auto. Es kommen direkt mehrere Autos. Naja, auf jeden Fall müssen wir ihn direkt auf die Katzentoilette drauf machen. Ich hoffe, der macht dann was. Und dann gucken wir mal auf jeden Fall. Das wird auch noch mitgefilmt. Ansonsten, ich hoffe einfach, dass der gut drauf sein wird. Bis jetzt hat er nur zweimal miaut irgendwie. Ist ein stiller Kerl irgendwie. So, wir sind jetzt übrigens mittlerweile wieder daheim. Also wirklich 2 Minuten. Der Kleine ist hier. Warte, ich kann ihn mal ganz kurz nehmen. Warte, warte. Das ist jetzt der Tabby. Der ist jetzt 12 Wochen alt. Und ich hoffe, dir geht's gut, gell? Das ist alles gerade noch ein bisschen viel für ihn, aber ich hoffe und ich denke, er will auf jeden Fall runter. Deswegen, ich hoffe, der geht gleich, der kommt sogar. Tabby! Und auf Toilette war er auch schon, also beziehungsweise wir haben ihn mal auf die Toilette gesetzt. Ja, der muss jetzt erstmal schauen. Wir haben ja schon so ein paar Sachen hier so. Also so ein Kratzbrettchen, dann im Schlafzimmer haben wir nochmal einen Kratzbaum. Ich denke, der will jetzt erstmal sich ein bisschen ausruhen, wenn ich ehrlich bin. Also der will wieder hier ins Dings rein, wieder in seine Transportbox. Wir haben auf jeden Fall ein richtig großes Paket auch noch bekommen. Das können wir uns gleich auch nochmal anschauen, so ein Unpackaging machen. Also wirklich so ein richtig fettes Paket. Das ist aber die Kammer des Schreckens, da können wir auch nicht reinschauen. Deswegen, ich denke, wir müssen hier jetzt erstmal kurz so ein bisschen akklimatisieren lassen, durch jeden Raum laufen. Und dann gucken wir mal, dass wir nochmal so ein bisschen, so ein paar Tabby-Shots bekommen. Tabby, komm mal. Da ist die Kamera. Wie süß. Also, der ist auf jeden Fall sehr gut drauf. Der hat gar keine Scheu vor gar nichts. Ich wusste es. Aber Tabby, komm mal her. Tabby, Tabby. Ich glaube, der will nämlich hier oben hin. Das kann ich mir gut vorstellen. Tabby. Was ist mit dem los? Der geht einfach auf das. Der geht einfach um den Esstisch. Der geht einfach so da runter. Monsieur, Sir Tabby, entschuldigen Sie.
Also, wie kann eine Katze so, so krass drauf sein am Anfang? Tabi! Wenn der jetzt, wenn der irgendwas kaputt macht am Anfang, es würde mich im Ernst sein nicht wundern. Komm mal her, das brauchst du dich. Ich wusste, dass er da hinten hingeht. Ich wusste es. Und da wird er chillen, da wird er sich gleich hinlegen, dann wird er schlafen, zu 100.000%. Tabi, komm mal her, Ja, meini. Oh, du bist so süß. Leg dich einfach mal hin und kuschel mit mir. Das will er aber nicht. Tabi. Aber ich glaube, Wohnzimmer findet er bis jetzt am besten. Also Bad ist andere. Ich habe ja zwei Badezimmer. Das zweite hat er sich noch gar nicht angeschaut. Das Wohnzimmer findet er, glaube ich, richtig geil. Essen, ja, keine Ahnung. Essen und Trinken habe ich ihm auch gezeigt, natürlich. Ich weiß nicht so ganz, was er macht. Der springt jetzt wieder da drauf. Der hat anscheinend Energie, die ich nicht so ganz verstehen kann, wenn ich ehrlich bin. Wir haben bestimmt 2 Stunden oder so gefühlt mit dem jetzt gespielt, nochmal bei sich zu Hause. Und ich glaube, der hätte jetzt auch wieder Bock, das Singen. Wir können gerne mal gleich die Box auspacken, Tabi. Da sind ganz viele Spielzeuge für dich drinne. Okay, also ich glaube, die Couch wird hier auf jeden Fall, die hat schon auf jeden Fall ein paar Kratzer bekommen. Ich glaube, das hat daran, da der richtig Bock drauf, gell? Was ist denn los mit dir? Tabi! Also wir probieren gerade so ein bisschen, ihn noch hier nach ganz oben zu bekommen übrigens. Tabi! Okay, ich glaube, er will jetzt eher nach ganz unten. Miau! Tabi, komm mal her! Warte, ich kann ihn ja wieder anlocken. Komm mal her, Tabi! Und jetzt? Miau! Komm her! Du schaffst es! Und ganz nach oben! Komm, du schaffst es! Ich glaub an dich! Ich glaub an dich, wie du an mich! Ich hab ihn! Oh, sein Herz schlägt so schnell! Okay, es tut mir so leid, Tabi. Ich nehme alles zurück. Du musst nicht ganz nach oben. Du kannst einfach mal einen gechillt machen. Der ist jetzt seit einer Stunde nur auf Krawall aus. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall mal den Karton geholt. Der Tabi, der ist immer noch. Wir haben jetzt 10 Uhr übrigens. Wir sind um 5 Uhr losgefahren. Vielleicht habe ich mittendrin noch einen Zap gegessen. So, das habe ich jetzt nicht gefilmt. Und Tabi geht jetzt die ganze Zeit unter die Couch. Ich weiß nicht, warum er das genau macht. Auf jeden Fall, also kann ich jetzt nicht so ganz filmen. Aber das ist halt eine kleine Box in der großen Box. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist wirklich sehr viel, was wir mitbekommen haben. So ein bisschen seine liebsten Sachen auch noch unter anderem. Spielzeuge, die findet er richtig geil. Gell, Tabi, findest du geil? Da kommt er, wartet. Nee, Tabi? Ja, man sieht sie. Sieht man ihn überhaupt schon in der Kamera? Ein bisschen. Da? Da ist er. Aber ich würde sagen, da spielen wir lieber auf dem Spielplatzteppich drauf. Monsieur. Warte. Ich muss das irgendwo wegbringen, dass man es sich sieht. Ich gehe es hinter mich legen. Warte. Was haben wir noch? Wir haben ein Katzenspielzeug-Snackball. Da kann man das, glaube ich, dann einfach so ein paar Snacks reinmachen. Das ist ein richtiges Unboxing hier jetzt von Zooplus ist das. Oh Gott. Cosma Pure Love Gentle Freeze Tried Snack. Generell, also die ganzen Sachen sind eh, ich würde jetzt sagen, zum Großteil Katzen geeignet. Also wir versuchen ohne Zucker natürlich, ohne irgendwelche pflanzlichen Nebenerzeugnisse, ohne Getreide und so weiter natürlich zu ernähren. Kann sein, dass da irgendwo jetzt Zucker drin ist. Würde ich jetzt persönlich da nicht mehr nachkaufen natürlich. Aber so für, es bringt die natürlich auch jetzt nicht um direkt, ne? Katzenmilch meinte, sie sollte mir auch mal geben. Ich guck mal, wir haben schon sehr, sehr viel. Das soll auch wirklich sehr gut sein. Applaus. Richtiges Meme eigentlich, das Wort. Ich weiß nicht. Kitten Selection ist halt Essen, ne? Vielleicht haben wir noch irgendwas, Oh, die findet der bestimmt auch geil. Oh Gott, die gehen einfach Hahn. Tabi, komm mal her. Findest du das cool? Komm mal her. Tabi, komm, schenke ich dir. Das kann ich dir nirgendwo hinschmeißen. Okay, wir gucken mal. Weil ich habe noch einen rot. Wir haben noch weitere Schmeckis. Wir haben irgendwie eine komische Kiste. Ich weiß nicht ganz, was da drin ist. Wartet mal. Vielleicht ist da ein Spielzeug drin. Ich hoffe ja. Da ist ein Dings drin. Da ist ein Fressnapf drin. Das ist cool. Weil ich habe nur 2. Der passt eigentlich farblich ganz okay. Da kann man halt vielleicht noch Milch reinmachen, meinte sie. Milch ist wichtig. Ansonsten haben wir hier noch ein anderes Spielzeug. Ich
guck mal ein bisschen mehr, weil wir haben wirklich sehr viel Essen, halt sehr, sehr, sehr viel Essen. Kittenpaste? Ich habe keine Ahnung. Also wenn ihr noch irgendwelche Sachen habt, wenn ihr jetzt so Profis seid, so Katzenprofis, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ja, sonst irgendwie anscheinend ist es ganz normal, dass man richtig viele Kittenköfferchen bekommt. Das ist jetzt richtig weird. Sind halt von verschiedenen Marken, so Probierboxen für Katzen, für Babykatzen, glaube ich. Also ich kenne die auch nicht alle. Josera, keine Ahnung. Ich kann noch mal gucken, was es noch so gibt. Mega cute Leonardo. Da ist wahrscheinlich, da ist immer auch ein bisschen was drin, ne? Ich könnte mal reinschauen. Also, ich weiß nicht ganz warum, aber hier ist einfach jetzt so ein... Ach doch, 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 okay, ich weiß schon. Das ist so ein Plastikbecher, glaube ich, fürs Abmastdingsten. Also, dass man einfach so Sachen reinmachen kann. In dem anderen war jetzt noch auch so ein Becher drin. Ich glaube einfach, dass man halt das Essen einfach so reinmachen kann, ne? Macht Sinn. Warte, kann ich mal hier hinlegen. Ansonsten... Weiter, Katzenstreu, was haben wir hier noch? Wieder eine Kiste von Unigin, das Kitten-Starter-Kit für einen gesunden Start ins Katzenleben. Super viel Essen halt, Sanabel. Also ich glaube, ich muss kein Essen mehr kaufen für diese Katze, weil alles drin ist. Verschiedene Tüten, ich sage ja, das hört nicht mehr auf. Wo ist eigentlich gerade Tavi? Der ist wahrscheinlich unter der Couch gerade. Warte mal, was haben wir noch? Wieder Essen. Wieder irgendwelche Schmeckis, aber nie was für die Katzenbesitzer, finde ich auch nicht so nice, Spaß. Ja, es ist super viel da. Aber tatsächlich weniger Spielzeug, als ich dachte. So viel, ich muss das mal, glaube ich, sortieren, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, es würde am meisten Sinn machen, wenn man mal so Nassfutter und Schmeckis sortiert. Wir haben jetzt noch eine letzte Kiste. Wie gesagt, wieder ein Becher drinne. Und diesmal auch nochmal, ich glaube, diese Kittenmilch, keine Ahnung. Ich kenne mich auch nicht. Natürlich habe ich schon ein bisschen mich jetzt damit... Ah, und eine Fusselrolle, das ist ganz blöd schon. Aber ich glaube, das war es so ein Zick. Also wir haben eigentlich mehr so 3-4 Spielis. Wir haben aber auch noch 2 Spielis gekauft. Ich glaube, das reicht. Aber ich glaube, die kleinen Sachen wie so Haargummis, die machen eben mehr Spaß. Und ich glaube, wir sollten mal schauen, dass ich das irgendwie so sortiere, weil ich glaube, sonst komme ich da nie wieder hinterher, wenn ich ehrlich bin. Tavi, komm mal her! Vielleicht kriegen wir nochmal auf die Cam. Wir müssen ihm irgendwann mal so ein... Ich würde gerne mal ein Video machen, wo ich ihm mal eine Woche lang Tricks beibringe und ich hoffe, das klappt. Vielleicht irgendwie, dass er so auf meine Schulter geht. Das machen manche Katzen. Oder generell auf mich. Das ist schon mal ein Schritt, ein erster. Ja, das traut er sich aber noch nicht so ganz. Komm her! Wehe, du kratzt mich. Au! Und jetzt hab mich lieb. Für immer. Ich will gar nicht spielen. Ich will nur Liebe. Aber Tabby will nicht so viel Liebe. Chill doch mal. So, also es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben jetzt Freitag. Ich habe ihn ja am Mittwoch geholt. Ich melde mich jetzt nochmal Mittwoch, weil ich ultra kaputt. Gestern ging es mir irgendwie nicht so gut. Deswegen dachte ich, ich mache heute nochmal das Outro, wollte euch noch ein bisschen was erzählen. Das ist jetzt übrigens der zweite Versuch, weil davor stand was ganz ungünstig im Hintergrund irgendwie. Und beim zweiten Mal halt der, ja, er hat auch gar keinen Bock. Deswegen, ich hole ihn nochmal am Ende, sonst geht er hier die ganze Zeit rumwuseln. Also Mittwoch, muss ich sagen, also Mittwochabend, der hat Energie. Dieser Kater, ich sag immer Katze, dieser Kater hat so Energie. Das ist so krass. Ich dachte echt, der wäre so nach dem Hinfahren echt kaputt. Der ist... rumgerannt um 3 Uhr nachts, um 7 Uhr nachts wieder rumgerannt, dann weiter geschlafen und so weiter. An dem Tag konnte ich auch gar nicht aufnehmen, ich war so fertig. Deswegen gestern auch nichts mehr gefilmt. Heute, mir geht's gut. Der geht aber heute echt Grenzen austesten. Ich weiß nicht, ob ihr das euch vorstellen könnt, aber der geht mal ein bisschen so an Kabel, spielt mal ein bisschen mit denen und dann geht er mal zu einer Pflanze und knabbert die mal an und so weiter. Ich war übrigens auch einkaufen zum ersten Mal zum Beispiel und da dachte ich echt, okay, wenn ich zurückkomme, der miaut mich doch direkt an. So, wo warst du? Und ich komme nach Hause
und er liegt auf dem Bett. Es passiert nichts, deswegen, ja, der ist gechillt. Ich bin ganz glücklich darüber, ich bin ganz ehrlich. Trotzdem hätte ich Bock, noch ein paar weitere Videos mit ihm zu filmen, einfach weil ich es auch noch gerne festhalten würde. Ich meine, der wird nie wieder so klein und schnuffig sein. Der wird auch immer schnuffig bleiben, aber nicht mehr so klein. Und deswegen, ich glaube, ja, vielleicht ist das so ein cooler Einstieg in ein paar Real-Life-Videos mit euch. Ich bin da echt noch nicht perfekt. Ist mir auch super, vielleicht kann man es an meinen Gestiken erkennen. Ich bin da noch ein bisschen, ich bin super aufgeregt. Ich kann kaum atmen. Ja, es ist so weird, aber ja, es ist halt so. Deswegen, ja, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, ich habe noch ein paar Ideen mir aufgeschrieben, die man auf jeden Fall machen kann. So mit dem Rausgehen, da traue ich mich noch nicht so ganz. Deswegen wird es eher in den vier Wänden bei mir hier passieren alles erstmal. Das heißt, wenn ihr vielleicht nochmal Bock hättet, einen längeren Vlog mit ein paar mehr Tagen, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und schreibt es mal in die Kommentare rein. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ansonsten würde ich jetzt nochmal den Kleinen holen, dass ihr den auch nochmal sehen könnt. Das heißt, einen kurzen Moment. So, da wären wir jetzt auch schon wieder zu zweit hier. Ja, also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Der Tabby, der wünscht euch einen wunderschönen Tag. Ich euch natürlich auch. Und wenn ihr das Duo weitersehen wollt, dann, ja, dann bis zum nächsten Vlog. Was soll ich sagen? Tschüss!